Hallo, hier ist euer Crazy Smith und ich bin gerade hier mit einer gerade nicht so gut gelaunt. Der einfachen Grund wegen der Nintendo Switch. Ja. Ich wollte eigentlich Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Switch aufnehmen. Hab's angemacht. Ja. Also alles ging super. Wollte die Internetverbindung. Problem. Tja, hab das Decker ausgezogen und dann kam was sehr merkwürdiges. Ich hab's dann nochmal ausgemacht, wieder eingeschaltet und dann ist es aufgehängt. Ja, ohne Witz, es ist aufgehängt, ja. Ich hab bloß Netzwerk suchen, die ganze Zeit gesucht und es kam nichts. Hab dann den Powerknopf ganz hart drauf gedrückt und dann habe ich es dann wieder ausgeschaltet. Habe wieder probiert, wieder das gleiche Problem. Tja, und ich weiß, wie es nun ablaufen soll, weil ich habe besseres Internet. Internet ist schon da eingesteckt. Der blinkt auch die ganze Zeit schon. Und tja, habe das mal ausgesteckt und wieder eingesteckt. Und was kann man nun machen? Vielleicht wisst ihr es, vielleicht könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Aber nun, was ist nun, wenn es in Mark 8 Deluxe zwischendrin passiert? Ja, wenn die Internetverbindung kackt. Oder bei Splatoon 2, was im Sommer ja kommen wird. Was ist damit? Ich glaube zu 50% wird, glaube ich, dann Verbindungsfehler geben. Oder vielleicht so 10%. Ich weiß nicht genau. Vielleicht werde ich es nochmal probieren mit der Switch, aber wenn es nicht geht, dann habe ich ein Problem. Ja, ich habe das Internet ja geholt, aber tja, und das kann auch, also auf der Wii U ist es nicht, das alles also normal. Ich sehe gerade, es ist nicht dran, aber auf der Switch geht es nicht. Morgen werden da mal Jungs kommen. Und ich, tja, und wenn die irgendwas anbieten wollen, dann hat die Innenverbindung, tja, aber da weiß ich nicht genau, wie ich es machen werde. Auf jeden Fall werde ich es dann spätestens nächste Woche nochmal probieren. Ja, heute ist der 21. Nächste Woche kommt ja Mark 8 Deluxe und tja. Und ab da soll die Internetverbindung wunderbar klappen. Ich hoffe, ihr habt gut zugehört. Ihr wisst nun den aktuellen Stand. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Also, tschüss.